zwei Hügel mittlerweile schon hier. Ganzen Baumstamm tragen in diese ganze Konstruktion hier. Das war sehr unrealistisch. Also können wir wenigstens erklären, warum hier immer Holzstämme rumstehen. Und natürlich Bäume, die noch leben, mehr tragen können als Totholz, sind die alle noch am Leben. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die können keine Photosynthese machen, wenn es dunkel ist. Und ist da unten dunkel. Das heißt, wir sind sowieso zum Sterben verurteilt, die Bäume. Schön, oder? Also ich finde das ein sehr gelungenes Konzept. Ich muss danach jetzt mal die Seite wechseln. Zu haben. Beziehungsweise, weil ich auf der anderen Seite glaube ich schon langsam anfangen muss abzutragen, was jetzt dann eh allmählich vermehrt der Fall sein dürfte. Also, ich meine, ehrlich, hier würden wohl schon einzelne Hügel in die Konstruktion reinspiegeln. Und dementsprechend berücksichtigt werden müssen. Und jetzt wird es Nacht. Danke, Spiel. Dann können wir jetzt schnell schlafen gehen. Mit schnellem Blick auf die Burg. Dann hier. Schon den Baum fällen. Freuen, dass man ohne Setzling rausgekommen ist. Dem Baum fällen, wenn jetzt hier noch auf der ganzen anderen Seite auch diese Koppelrampen bauen. Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpeilt. Haben wir auf der Seite so viel mehr Bäume stehen, was sehr unangenehm ist. Andererseits haben wir keine Axt mehr. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Interessant, dass ich jetzt hier quasi schon auf dem normalen Terrain bin und auf der anderen Seite dieses kleinen Hügels meilenweit drüber. Bestätigt mich ein bisschen in der Wahl der Position für dieses Monsterbauwerk namens Feld.
Das hier hinten ja doch ein bisschen zumindest so weit ist. Yo! Ich hoffe, dieses Yo vergesse ich nicht auszuschneiden oder zumindest leise zu stellen. So. Na super. Jetzt hier. Dann wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, sich eine Axt zu holen. Wenn ich bedenke, wo wir hier sind. Hallo Schaf. Und ich glaube, wenn ich die Axt habe, ich denke mal, ich mache das bisschen hier noch schnell fertig. Da hinten, dann mache ich eine kurze oder längere Aufnahmepause. Das wäre, denke ich, dann doch deutlich sinnvoller. Ach, dann nehmen wir den ganzen Kobbel ja auch mal mit. Dann wissen wir zumindest, dass in der Kobbelkiste kein Kobbel mehr drin ist. So. Gott, das sieht aus noch. Das Ganze natürlich einzuarbeiten, das wird eine sehr schöne Aufgabe. Ich freue mich drauf. Ich dachte gerade, das Spiel wäre abgeschmiert, dabei bin ich einfach nur nicht weiter nach oben gekommen. Also ein Block im Weg. So. So.
weiter. Block, 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 Block. So. Ein Höhlengeräusch. Wie toll. Lalala. Dann sind wir demnächst sogar hiermit fertig. Was schon sehr cool ist. Und dann kann ich eigentlich schon langsam die Verabschiedung einleiten, sag ich mal. Ich hoffe mal, das Laub da oben verschwindet dann auch. Es hat geklappt. So holt man sich Holz. Setzt den ja, warum man nicht? Schon wieder wird es Nacht. Kann diese Welt denn auch irgendwas anderes außer Nacht machen? Echt unglaublich. Es wird einfach immer nur Nacht. So. Und Gott. Dann gute Nacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Also nicht Options. Morgen dann. Ah, ist der Button. So, bis morgen. Tschüss.